So, hallo, wir machen weiter mit leichten Kopfschmerzen, aber ich hoffe, es wird gehen. Jetzt ist der Ordner wieder zu. No! Moment, ich muss meinen Spielordner öffnen. Ja. Mit leichten Kopfschmerzen, aber ich hoffe, es wird gehen bei Things. Und letztes Mal haben wir noch ein bisschen rumgerätselt, wo es weitergeht, und mir ist was eingefallen. Und ich hoffe, dass das das ist, was mich weiterbringt. Ich hoffe sehr. Und zwar hatten wir, als wir dieses Level ganz am Ende der Strecke beendet haben, da war doch ein blauer Switch. Und dieser blaue Switch, der hat doch was ausgelöst. Und zwar hieß es da, dass ich habe da noch mal ins Video reingeschaut, eine Pfeife ausgelöst wird und man müsste auf der Oberwelt L drücken, um sie zu benutzen. Hier sind beide Switch. Das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn man gefühlt einen Monat nicht weiterspielt. Ich wäre nicht mehr drauf. Also, wenn ich jetzt nicht ein Video hätte, das aufgenommen hätte und mir das nochmal anschauen könnte, ich wäre nicht mehr drauf gekommen, wie es hier weitergeht. Ich hätte die Pfeife komplett vergessen. Ah, oh, okay. Hier ist was wir. Oh mein Gott. Okay, machen wir erstmal den roten Switch, dass wir dann das andere Level erledigen können. Oh mein Gott, es geht weiter. Okay, jetzt wird's interessant. Boons Wheel First Name. Ist das jetzt das Passwort für den geheimen Discord? Muss ich mir meinen Zettel hier. Discord-Passwort? Fragezeichen BEE. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Also DC. Fragezeichen BEE. Ja, wie Boons Real First Name? Was? Mario? Probier mal Mario. X B. Okay, vielleicht nicht gerade unter der Message. Okay, wir gehen nochmal raus. Ja, wir machen erstmal den roten Switch. Ja, gar nichts machen wir. Also, M ist X. So. A ist B. R ist nach links. I ist Select und O ist nach oben. Ja, Mario war es offenbar nicht. Wie Boons Real Name? Was weiß denn ich? Okay, wir gehen hier erst mal raus. Hier kommen wir offenbar noch nicht weiter. Oder muss ich jetzt? Okay. Ich gehe mal kurz in den Discord-Dings rein. Das seht ihr jetzt zwar nicht, aber hey. Secret Server. So, enter the password. Fragezeichen. BEE. Jo, das war einfach richtig. Boon Info. All info about Boon can be found here. Dann komme ich auf eine Translate-Google-Seite. What the heck? What the heck? Moment.
Kann ich euch das zeigen? Wartet mal kurz. Ich habe doch theoretisch ein Chrome-Fenster, seit wir Dings gespielt haben. Moment. Moment. Kann ich jetzt hier? Nee, kann ich nicht, weil es auf das. Ah, nein, es reagiert auf das andere Fenster. Scheiße. Okay, egal. Es ist gerade alles japanisch. So, das ist mein Problem. Ach, muss ich deswegen da oben auf Deutsch gehen und dann übersetzt er mir das oder was? Naito Horizon ist der Name des Charakters. Naito. Er wird häufiger Boon genannt als Naito Horizon. Okay, also um den roten Switch auszulösen, musste man tatsächlich diesen kompletten Weg bis in den Secret Discord-Server schaffen. Yo! Das ist der verrückteste Hack, den ich jemals gespielt habe. Das hat ja so viele 3 Millionen Ebenen. Okay, Naito. Wir versuchen jetzt mal Naito einzugeben. N ist. Wo ist ein N? Y. Welche Taste ist Y bei mir? Die da. A ist immer noch B. I ist Select. T ist B. Und O ist nach oben. Sick. Was soll jetzt der Text? Weiß ich doch. Ach so, weil die erste Messagebox abgerufen wird. Okay, wie komme ich jetzt aus der Welt hier eigentlich wieder raus? Über den Stern hier? Neko Meadows, ja. Yo, ey, das war sick. Okay, und jetzt können wir nämlich hier rüber. Lorab, was? You thought you would get this exit so easily? Nee, dachte ich nicht. Na, Naito, first you must beat my motor skills challenge. Aber was ist jetzt L wieder? L oder R macht gerade gar nichts. Oh. Oh. Das ist so ein Level. Okay, mal gucken, ob wir das mit Tastatur hinkriegen. Ja, so schon mal nicht. Ach so! Ich bin blöd. Klar. Nein, ich muss dann da aufhören. Muss ich es dann nochmal drücken, damit ich aufhöre? Ah ja. Nein. Okay. Aber wohin jetzt? Muss ich dann. Ah, wahrscheinlich muss ich drüber. Also, da wahrscheinlich. Da wahrscheinlich über den. Ja, da mit dem Shelljump drüber wahrscheinlich. Und dann brauche ich die Shell wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, das ist noch ein bisschen schneller. Okay, das könnte sogar mit Tastatur funktionieren. Nein? Okay. Aber ich denke, so geht's. Ich denke, das ist, was wir wollen. Ja. Und dann das Spin-Jump. Okay.
Hä, habe ich wieder aufgehört zu Spinjumpen? Dachte, ich habe ihn ausgelöst. Und dann da normalen Sprung. Und dann da noch... Oh mein Gott, das wird ein Hin- und Hergewechsel. Ja. I see. Aber wir kommen voran. Das ist ja immer das Wichtige hier bei dem Hack. Ja, aber wie... Was soll ich tun, wenn ich auf dem Ding spinjumpe? Kann ich da dann kurz pausieren? Ach, ich hab... Sobald den Knopf betätigt. Ah, nee. Ja, gut. Sehr gut. Ach, Menschenskinner. So. Kann ich ihn... Ich setze einfach mal in State, so was soll's. Kostet ja nichts. Ja, aber wie geht's denn dann da weiter? Oh, okay. Aber ich schätze fast... Ich schätze fast, da muss ich im Speed bleiben. Ja, moin. Ich denke, da muss ich im Speed bleiben, sonst funktioniert das nicht. Weil ich dann da nämlich schnell rüber muss, ohne... Ja, doch, ich verstehe. Ja, doch. Also nicht so. Der State kann gleich wieder weg. So. War auch mehr zum Gucken. Ach, moin. Was da eben noch kommt. Genau. Und dann darüber. Die Frage ist halt immer, wie lang das Ganze sein wird. Aber bisher, wie gesagt, bisher war meistens die Länge immer recht angenehm von seinen Sachen. Oh, ich bin so blöd. Und mit ein bisschen Übung lässt sich das hier mit Tastatur tatsächlich... Ach so, ich darf die... Wait. Ah, wenn ich die normale Sprungtaste drücke, wechsle ich auch zurück. Oh lol! Mit dem normalen Spinjump wechsle ich auch. Ich brauche tatsächlich nicht L oder R. Ah! Das macht's noch angenehmer. Ah, verstanden! Ich brauche L und R hier gar nicht. Deswegen bin ich nämlich zweimal bei der Magie da unten gestorben und habe mich ein bisschen gewundert, warum. Aber ich dachte dann halt, ich habe versehentlich die Taste gedrückt. Nein, ich habe auf Sprung gedrückt und dadurch ist er wieder zurückgewechselt. Okay. Jetzt hab ich ja wieder das gleiche. Naja, ich verstehe. Okay, da muss ich ein bisschen. Das muss ich in meinem Kopf erstmal hinkriegen. Und dann zum letzten wieder rausspringen. Aber es war klar, zum letzten wieder rausspringen. Puh! Nein? Boah, das ist wieder was, das sieht deutlich einfacher aus am Ende, als es. Weil man halt an so viel denken muss von der Koordination her, ne? Nein! Das war richtig, was ich gemacht hatte. Ja, vielleicht springen wir vorher. Eieiei! Das ist wieder ein sehr cooles Level. Kopfschmerztechnisch geht's gerade. Ist auch sehr gut. Ich hoffe, es bleibt so.
Das ist mein nächstes Problem, ne? Ich kann nicht mehr so viel aufnehmen wie sonst, weil ich relativ schnell Kopfschmerzen kriege von dem ganzen Zeug. Es ist, weil man halt auch unterrichtstechnisch vorm Bildschirm hockt, ne? Zur Vorbereitung macht man alles digital und online und hier und da. Du bist so viel mittlerweile mit Dings beschäftigt. Ach, was tue ich denn? Mit dem Computer beschäftigt für die Arbeit als Lehrer. Und auch für andere Arbeiten. Das geht bei mir böse auf den Kopf. Nice. Und jetzt? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da hätte tun müssen. Ich habe keine Ahnung. Oh je. Ich habe leider noch nichts wahrgenommen, was ich da hätte machen müssen. Bin zwar durchgekommen, aber ich habe leider nichts wahrgenommen. Ups. Ah! Nein, warum? Nein. Diese habe ich vorher gemerkt, dass ich mich verdrücken werde. So. Ach komm. Auch hier, ich wüsste jetzt nicht, wie ich dann ins State. Also, da ein State zu setzen, wird schwierig. Man muss ja auch nicht sein, aber, ne? Ich wollte nur damit andeuten, mir ist. Ich versuche einen Weg zu finden, aber ich glaube, ich werde keinen finden. Höchstens da, wenn ich es schaffe, so geistesgegenwärtig von der letzten Kanonenkugel abzuspringen, dass ich dann ins Date setzen kann, dann vielleicht. Naja, Mist. Ach Mist, zu bald. Nein, ich werde wieder zu bald. Ich drücke immer zu bald den Sprungknopf. Scheiße. Das war ein bisschen zu weit. Nein! Nein! Das hab ich. Ich mache immer den nächsten Schritt schon eins zu bald. Müssten wir ein bisschen. Ja, ne? Ah, das war wieder zu weit. Okay. Nein, was? War ich zu langsam? Weil das hat doch eigentlich gepasst. War ich zu langsam? Hä? Muss ich zwischendurch? Oh. Wahrscheinlich darf ich da gar nicht spinjumpen. Vielleicht ist das mein Denkfehler, dass ich da gar nicht spinjumpen. Wie habe ich denn das vorhin gemacht, als ich da... Habe ich da gespinjumpt, als ich da durch bin? Ich glaube nämlich nicht. Ach so, aber ich muss vom Sprungknopf runter, sonst jedet es mich nach oben in die Lava rein. Das wollen wir ja auch nicht.
Okay. Das hat jetzt aber auch nicht so ganz funktioniert. Boah, wie bin ich denn das eine Mal da durchgekommen? Guck mal, das meine ich. Das klappt noch nicht so ganz. Ups. Nee. Nee. Ach komm. Vielleicht muss ich zwischen so ein bisschen hin und her wechseln, so mal so und mal so. Vielleicht ist das gewollt. Hier mal was. Nein, ich wollte nicht die Taste. Ist das zum Kotzen, ey? Na, oh. Ich drück immer die die falsche Taste. Dann jietet's mich nach oben weg. Dann jietet's mich nach oben weg. Ja, genau so. Und den letzten muss ich wieder nach... Und den letzten muss ich dann wieder hochgehen. Ach du Schande. Ach du Schande. Und dann würde ich versuchen, Damen Stay zu setzen. Dann würde ich versuchen, da einen State zu setzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil das ist bisher die schwerste Stelle. Und vorher in State ist kaum drin. Ja. Ja, die falsche Taste wieder. Huch. Okay. Mist. Ja, das ist die schwerste Stelle. Danach ein Safe-Set wäre... sehr gut und wichtig. Nein! Da muss ich den Sprungknopf gedrückt lassen. Hallo, weiß ich doch. Oh. Okay, jetzt hat es aber doch funktioniert, dass ich komplett durchgejumpt bin. Also... ja, und jetzt hätte ich... weiß ich halt nicht. Mann... aber ich finde State da auf den Knopf zum Staten zu. Aber okay, ich glaube, okay. Aber ich glaube, jetzt habe ich. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen. Also, ansatzweise eine Richtung. Wie ich es drücken muss. Ja, okay. Okay. Ich muss auf dem Sprungknopf bleiben. Und nur zurückwechseln. Genau. Ja, und jetzt? Wie geht's dann da weiter?
Ah, das war der falsche. Aber okay, wir haben, ich hab die Taktik raus. Sehr gut. Ja, und dann hier wieder wechseln. Okay, gut, passt. Fühlt sich schon wieder besser an. Fühlt sich schon wieder, ups, fühlt sich wieder deutlich besser an jetzt. Oh, das hat nicht funktioniert. Ja, das hat auch nicht funktioniert. Ja, nicht hoch genug. Nein, zu spät gewechselt. Ups. Soll ich da auf den dann nochmal drauf springen vielleicht? Ups. Also, dass ich erst auf die Pflanze, dann auf den Cooper. Ist dann die Kugel vielleicht oben richtig? Ups. Ist dann die Kugel vielleicht oben richtig? Geht's so? Weiß es nicht. Ah, ich habe wieder vergessen zu wechseln. Aber es macht nichts, weil jetzt weiß ich, wie es geht. Das ist immer der wichtige Schritt, zu wissen, wie es geht. Ja, easy. Oh mein Gott, ja! Nein! Da ist der, da drüben ist der, da ist die Röhre. Das ist das Ziel dann. Das muss das Ziel dann sein. Okay, schaffen wir. Schaffen wir. Jetzt weiß ich, wie es geht. Sehr schön. Jetzt haben wir alles gesehen, was ich tun muss. Gott, wie gut es zusammenpasst. Ups, falsche Taste. Wie gut es einfach zusammenpasst. Ey, das ist das, was ich an dem Hex so liebe. Wenn sich dann wirklich diese ganzen Puzzle auflösen. So, du rätselst halt und weißt eine Zeit lang nicht, wie es geht. Aber wenn du dann das Puzzle gelöst hast, dann ist es nachher so ein wunderschönes Bild. Das ist das, was ich... Also, na, wenn sich alles dann auflöst. Das ist so geil. Ja, vor allem, also gerade der Abschnitt, man denkt das überhaupt, man checkt gar nicht, was geht, und dann versteht man's. Ach, scheiße. Es ist so geil. Okay, das war zu bald. Ein bisschen muss ich auf dem Ding schon bleiben. Oh, aber die Taste darf ich nicht drücken. Ah, fast. Nein, ich hab's wieder getan. Ich meine, ich darf die Taste theoretisch drücken, ich musste dann dran denken, zurück in den Spin-Jump zu gehen. Ach, scheiße, falsch. Nein, ich... Oh, jetzt setzt mein Kopf wieder aus, aber es macht nichts. Alles nicht schlimm, alles nicht schlimm. Ich bin... gerade richtig zufrieden, dass wir rausgefunden haben, wie es geht.
muss es nur noch umsetzen. Ich muss es nur noch umsetzen und das ist das Schöne. Ja, doch, das kann ich so lassen, okay. Aha. Ups. Dürfte gleich eine E-Mail übrigens kommen. Nicht wundern. Sollte jetzt das Geräusch gleich da sein. Weil mein Handy hat gerade vibriert und normalerweise heißt es, ich kriege eine E-Mail. Und normalerweise kommt dann kurz danach auch Thunderbird mit der E-Mail-Nachricht. Handy ist immer zuerst. Aber es kommt keine. Gut, dann ist es vielleicht irgendeine andere Meldung gewesen am Handy. Ja, dann hat sich das erledigt mit der E-Mail. Ah, vielleicht eine Nachricht im Schulmanager. Das kann sein. Kann ich an der Stelle auch gleich sagen. Ich weiß nicht, wie es aussieht nächste Woche, wenn dann wieder Schule ist, wie ich zum Aufnehmen komme. Na? Also ich werde mich sehr, 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 sehr bemühen, dass wir nicht wieder wochenlang gar nichts haben. Aber erwartet bitte nicht jeden Tag einen Part. Also, aber habt ihr jetzt eh nicht. Ihr habt jetzt einen kompletten Monat oder mehr. Was mehr? Ich weiß es gar nicht. Aber eine ziemliche Zeit lang habt ihr ohne Parts, dann kamen auch keine Nachfragen so, hey, was los? Wobei, ich habe auf Twitter und so, ich habe es eigentlich überall geschrieben. Ich denke, ihr habt es mitbekommen, weiß ich nicht. Jedenfalls, ich bin dumm. Ich habe da aber gerade eine Idee. Das muss ich mal ausprobieren. Kann ich den Stress da hinten nicht reduzieren? Aber da bin ich jetzt zu langsam. Ach nee, die Stachel bleibt auf der... Ich wollte es gerade sagen, die Stachel bleibt dann auf der Shell hängen. Ja, das wird nicht gehen. Ich setze jetzt hier mal den State, einfach um es auszuprobieren. Ob ich hier noch rüberkomme jetzt. Oh ja, okay, komme ich easy rüber. Komme ich easy rüber. Auch so? Ups. Okay, wow. Moment, mein... Ich muss... Oh Gott, mein Finger hat sich gerade... Oh mein Gott. Oh. Das war nicht so... Hm. Das Laden auf R drücken von der Position, wie meine Hand gerade auf der Tastatur war, hat mir gerade leicht den Finger gezerrt. Ach Gott, okay. Ach Gott, so. Okay, das ist natürlich besser, wenn man von oben runterkommt, ne, also. Ja. War jetzt blöd. War jetzt blöd, da den State zu setzen. Aber ist egal. Ich will... Was muss ich da tun? Ich will es mir ja nur mal anschauen. Die bleibt nicht hängen! Ich kann die runterziehen! Achso, aber... Okay, aber wenn ich hier stehen bleibe... Komme ich jetzt nicht darüber, ne? Oder kann ich da mit einem ganz kleinen, vorsichtigen Sprung... Sehr gut. Mann! Kann ich da mit einem vorsichtigen Sprung rüber? Nee, man stirbt sofort. Okay. Nee, never mind. Okay. Also muss ich am Stück durch. Und dann darüber. Okay. Ja. Verstanden. Ach komm. Nein, nicht dumm.
Und dann hier, okay. Und dann hier ist das Ziel. Okay, alles klar. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Also was heißt Ziel, aber da ist eine Röhre. Und die führt meistens dann zum Ziel. Oha. Seit wann verfehle ich den denn? Das ist jetzt zum Beispiel das so ein Level, das will ich einfach in seiner Gänze ohne Stage spielen. Einfach weil es saugeil ist. Ne? Das ist so gut gebaut. Ich habe die States benutzt zum Rumprobieren, aber das will ich in seiner Gänze spielen. Das ist so gut, wie sich das wirklich entwickelt von ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, über die Stelle in der Mitte ist die schwierigste, über es ist alles gelöst. Es ist so gut. Es fühlt sich einfach so rewarding an, das jetzt am Stück spielen zu können, tatsächlich. Also es ist wirklich, es macht einfach Spaß. Ich will es jetzt am Stück schaffen. Andere Level hätten zum Beispiel jetzt nicht so viel Spaß gemacht am Stück, ne? Dieses Kanonen-Level in dem Schloss, wo man sich schießen muss und so. Dieser letzte Sprung mit der Shell, den möchte ich nicht ohne States machen. Möchte ich einfach nicht. Den finde ich dumm. Bis das funktioniert, das ist so pures Glück irgendwie. Da sehe ich mich einfach nicht. Aber hier sehe ich mich. Weil es einfach schön alles zusammen funktioniert. Es ist kein Glück, nichts dabei. Aber bei dieser Sache mit der Shell, das so richtig zu timen, dass die Shell genau da landet, wo man selber hingeschossen wird, nee. Alles davor, okay. Alles davor ist okay, ist steuerbar. Aber dieser letzte Sprung, nee. Oder diese Fluglevel. Diese Fluglevel mit dem Stoppen ohne States, nee, da sehe ich mich auch nicht. Aber das hier ist großartig gebaut. Boah, es ist so gut. Huch, da bin ich ein bisschen nach links abgedriftet. Aber ich bin gespannt, was jetzt ist, weil wir haben ja hier schon zwei Exits. Also gibt es jetzt hier noch einen dritten Exit oder wohin führt das dann jetzt? Den Mond haben wir ja auch schon in der Stage, glaube ich, gesammelt. Mein gutes, könnte es einen zweiten Mond? Glaube ich nicht, dass es einen zweiten Mond geben kann. Bin mir nicht sicher. Nein, ich habe hab gequatscht und mich nicht konzentriert. I'm sorry. Das war zu bald. Nein, okay, ich muss da echt schnell sein. Ich muss da richtig schnell sein. Oh mein Gott. Ich glaube nämlich, ich hätte die Röhre erwischt. Ich glaube, ich hätte die Röhre erwischt. Scheiße. Ich glaube, ich hätte es erwischt. Bin mir nicht sicher. Nein, diese... Das ist dann natürlich wieder blöd, wenn ich in die Röhre reinkomme. Einfach mal Ranken hinsetzen.
Oh shit, zu bald. Bin ich halb durch die Lava geflogen. Aber ja. Oh, Goal wäre das, vor 45 Minuten hier abzuschließen, das Level. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich meine, theoretisch könnte es jetzt sein. Wenn ich keine Scheiße baue, ich baue aber Scheiße. Also, vorausgesetzt, das Level ist dann da hinten auch zu Ende, aber normalerweise müsste das das Ende des Levels markieren. Und es wäre auch so eine angenehme Länge wieder gewesen. Klar, wenn da noch was kommt, dann habe ich halt gelitten. Okay, wenn das noch öfter passiert mit der Röhre, dann sehe ich vielleicht doch davon ab, das ohne States zu spielen da hinten. Mann! Oh, das ist so... Das war doch jetzt echt fast mittig, Mann. Ich hasse Hitboxen von Röhren, in die man nach oben rein muss. Habe ich schon so oft gesagt. Nein, ich dumm! Jo, aber die Kopfschmerzen sind einfach weg. Was ist das? Ich hatte heute fast den ganzen Tag Kopfschmerzen. Und dachte so, oh, ich kann nicht aufnehmen mit Kopfschmerzen, das wird nix. Und jetzt fange ich an aufzunehmen und die sind weg. Hä? Normalerweise werden die dann schlimmer. Also ich soll's nicht verschreien. Wahrscheinlich kommen die nach der Aufnahme zurück, weil ich jetzt einfach... Wahrscheinlich bin ich jetzt einfach so konzentriert, dass ich die nicht realisiere oder ich weiß es nicht. Und dann kommen die aber, nachdem ich aufgehört habe aufzunehmen, kommen die umso schlimmer zurück. Bin gespannt. Ja! Gott sei Dank! Es ist nicht vorbei, aber es gibt einen Checkpoint, okay. Das ist genauso viel wert. Checkpoint ist genauso viel wert. Was soll ich denn da jetzt tun? Die nehme ich wahrscheinlich mit, die rote. Die nehme ich wahrscheinlich mit, die rote. Oh Gott, was kommt denn jetzt alles? Nein, die... Ah, doch, ich glaube, ich habe es verstanden. Die nehme ich dann mit, schieße ich da rein und dann gehe ich da drauf mit Spin. Oh Gott. Ja, und dann spinne ich da durch und dann kommen Dinge. Okay. Das ist aber eher was für den nächsten Part. Da pausieren wir mal und gucken mal, wie das im nächsten Part weitergeht. Das ist halt wieder jetzt erstmal rausfinden, wie es geht, ne? Wieder erstmal rausfinden, wie es geht. Aber der Abschnitt hier war sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, wie das hier noch sich weiterentwickelt. Danke fürs Zuschauen erstmal an der Stelle und tschüss.